Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr mit dem 4D Plastilingel von Trendnails diese Designs zaubern könnt. Als erstes habe ich hier mit dem A180 von Trendnails grundiert. Nun habe ich mir einen kleinen, ja, mittelmäßigen Ball von dem 4D Plastilingel in Weiß genommen, habe ihn mir zu einem Bällchen geformt, aufgesetzt und nun drücke ich quasi mit dem Pinsel links und rechts immer wieder rein, also ich drücke den Pinsel auf und schwenke den so nach links und rechts, damit sich das Bällchen ein bisschen auseinanderfächert. Das Ganze wiederhole ich jetzt viermal und schaue, dass das Ganze von der Mitte her gesehen ja, rund wird. Nun setze ich mir ein Bällchen über die erste Blüte, die ich gemacht habe, und fächer die ebenso auseinander. Nur achtet darauf, dass das Bällchen oder dass die mittleren Bällchen kleiner sind als die ersten. Das Ganze wird jetzt immer kleiner. Hier habe ich die einfach jetzt gegenüberliegend voneinander gesetzt und dann links und rechts auch noch, damit das Ganze ja von der Vorstellung her wie ein Kreuz wird. Und ja, dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Dazu setzt ihr einfach ein Bällchen in die Mitte, drückt das Ganze auch nochmal über Kreuz, damit sich das überlappt, links und rechts jeweils hin. Ja, und jetzt kommt das letzte Bällchen ebenfalls in die Mitte gesetzt. Dann habe ich meine Sonde genommen und mir ein Loch da reingeformt und fummel jetzt mit dem Pinsel ganz leicht mit wenig Druck, ja, das Bällchen so ein bisschen auseinander, damit das auch nochmal aussieht wie ein Blüteninneres. Nun korrigiere ich nur noch die äußeren Blättchen, dass das Ganze wirklich aussieht wie ja, Blätter. Ja, und dann kommen die kleinen Blättchen. Für die kleinen Blättchen drücke ich mir das Bällchen erstmal auf und dann nehme ich den Pinsel ja, hochkant, also sprich, dass ich die flache Seite nach unten habe, drücke einmal rein und ziehe mir an der Seite so ein Stöpselchen raus. Hier habe ich jetzt das Fixing Gel genommen, mache mir damit Linien, wo ich die Perlen im Anschluss hinhaben möchte. Danach nehme ich die Bullion Beads in klein und ja, setze sie mir dahin, wo es mir gefällt. Jetzt zeige ich euch noch im quasi Schnelldurchlauf die anderen Designs. Wenn ihr diese sehen wollt, dann bleibt dran.
war's dann auch gleich schon wieder von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, hoffe, euch hat das gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!